Hallo, hier ist Martin von MoneyMonkeys, das ist die DAX-Analyse für Mittwoch, den 22.07.2020. Unser DAX, ja, hat hier irgendwie einen falschen Stein rausgezogen. Das wird eine wackelige Geschichte zum Mittwoch. Und das ist eigentlich eine saugeile Vorlage. Also, da bin ich wirklich gespannt, wie das kommt. Wenn wir auch gestern dran uns dran erinnern, wie wir ihn hier ins Rennen reingegeben haben, war ja eigentlich die Idee, dass er gar nicht so doll übertreibt halt, ne, sondern dass er tatsächlich vielleicht im Kanal hier bleibt, hier 1,30 abholt, dann wieder zurückstrauchelt und sich dann Stück für Stück einfach weiter hochkämpft. Aber haben halt auch gesagt, wenn er oben rausgeht, muss man halt echt aufpassen. Und auch wirklich aufpassen halt, weil hier viele Shorts noch drin liegen, viele Stop-Loss hier oben drin liegen, ganz viele Shorts ohne Stop-Loss drin liegen und so weiter und so fort. Und haben gesagt, dass er bestimmt die raushaut. Na, wir haben ja auch letzte Woche oder wann das war, schon immer mal gesagt, dass er bestimmt erst oben kurz die Shorts weghaut, weil die aggressiver sind und dann vielleicht unten auch mal diejenigen ein bisschen versucht zu attackieren, die ja alle gerade groß in die Aktien reingekauft haben. Das wird jetzt, also das wird jetzt interessant, weil das ist jetzt, also das ist dafür die Steilvorlage. Na, also kann das jetzt nutzen und richtig unten raus. Und ich weiß, ich stoße da immer mal wieder jemanden gegen den Kopf, aber also ich finde es halt auch geil, ne? Also, wir holen solche Marken, es ist doch nicht so, als habe ich hier eine Glaskugel stehen und weiß, was kommt halt, ne? Ich reihe mir das nur einfach zusammen aus Dingen, die ich beobachte. Dinge, die sie auch beobachten können. Ne? Also, wenn sie einfach rechts und links die anderen Leute beobachten und die Tatsache, dass wir hier oben die 13.200, 13.300, dass auch die 13.300 so einen schönen Schwung auch kriegen kann. Ne? Wir haben immer wieder gesagt, hier im Tagesschart, dass das eben auch so ein Punkt ist, wo der DAX halt einfach gerne so ran zurück machen kann halt. Ne? Weiß Regelmäßigkeiten sind. Das sind Sachen, die wir beobachten. Und jetzt bin ich da ein bisschen davon abgekommen. Ich weiß, dass ich da ein paar immer mal wieder vor den Kopf stoße, aber mir hilft es so viel, das immer zu beachten und dann das Gefühl einfach mitzunehmen, wie sind die anderen Leute gerade unterwegs, ne? Also wo ist gerade zu viel Aggressivität drin, weil es gibt so bestimmte Verhaltensweisen, die lösen, die zeigen, dass zu viel Sicherheit im Trading drin ist und dann ist das so und ich werde das immer wieder erwähnen. Heute musste ich mir anhören, dass es nicht professionell wäre oder dass es unprofessionell wäre, weil ich dann auch gesagt habe, ne, als uns Leute hier oben und wirklich mehrere, also uns haben Leute beleidigt im Dienst, als der Markt hier oben rausgekriegt, ne, wurden regelrecht beschimpft und auch darauf hingewiesen, hier und da, weil auch irgendwo ein Zahlentrier mit in der Mail war. Ich glaube, da kam zack, 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 kamen da 4 Mails zurück mit hinzu, seid ihr denn völlig dicht oder was? Wo ich mir sage, okay, das muss ich mir auch nicht geben, ne? Und in dem Moment haben wir dann auch im Chat geschrieben, also die Leute, die sind uns gerade so offenbar grenzwertig an den Nerven hier oben, und das sind meist diejenigen, die dann schon drinnen sitzen, dass wir halt eben auch gesagt haben, dass wir uns da gut vorstellen können, dass er da halt ein bisschen die Leute halt gerade richtig hops sind. Und das ist wichtig, das ist eigentlich wichtig, dass Sie sowas auch aufgreifen und mitnehmen, denn es ist doch Ihr größter Vorteil, dass Sie sowas sehen. Sie können es ja sonst nicht sehen, wenn ich Sie nicht sage. Halt, ich habe den Überblick, ich habe so viele Leute da drin, so viele Leute, die ich sehe. Wir haben auch relativ viele Anfänger, wo man ja schon sagen muss, die handeln einfach emotionaler noch, ne? Und wenn man dort bestimmte Sachen sieht und die das aber ignorieren, was wir ihnen sagen, was eigentlich das Beste in dem Weg wären, das sind immer die Situationen, wo die dann auf die Nase kriegen halt, ne? Wie unseren Werni, ne, wo wir jetzt hier tagelang immer wieder erzählt haben mit seinem Short-All-In, der unbedingt bei 13.200 aufs Ganze wollte und dann im Zweifel, wenn es nicht klappt, bei Mutti einziehen muss, wollte sich auch nicht sagen lassen, dass das bisher noch bei keinem geklappt hat und dass das immer auf die Nase gibt und dass man doch besser einfach die Position reduziert, einen kleinen Teil nur darauf einsetzt. Und dann einfach den Rest noch, wenn das nicht klappt hat, über hat, um vielleicht auch diesen Verlust irgendwann mal wieder auszugleichen. Nein, da musste alles rein, zack, weg und fort vom Fenster. Ne, also, ich lasse mir da gerne alles an den Kopf werfen. Ich kenne das auch, das ist schon immer so. Das ist, seit wir das machen. Es geht hier um viel Geld bei vielen und da geht die ein oder andere Mal auch eine gewisse Sicherung durch. Wir hören uns das immer an, wir versuchen immer nett zu bleiben.
Ich finde es nicht unprofessionell, was wir machen. Ich finde das viel wert und ich würde mich einfach freuen, wenn viele sich nicht immer so angegriffen davon fühlen halt, ne? Sondern das wirklich verstehen, was ich eigentlich damit zeigen will. Denn das ist das Wertvollste, was sie haben. Emotionale, ich will nicht sagen Ausgüsse von anderen, ne? Aber dieses Marktgefühl, wo mir viele sagen, hey Martin, ich kenne keinen, der so ein gutes Gefühl für den DAX hat. Ich habe das nicht das gute Gefühl für den DAX. Ich beobachte einfach die anderen Leute halt, ne? Das kombiniert mit bisschen Charttechnik und so weiter. Also man muss schon ein bisschen noch was. Das ist jetzt nicht einfach nur auf die anderen Leute gucken. Ganz so einfach ist es nicht, aber das ist schon ein Grundbaustein, den ich damit dazu zähle halt. Ne? Das klappt ja auch nicht immer. Man hat nicht immer, dass die Leute total emotional mit drauf sind, aber ich finde, das sind immer die schönsten Situationen und die sind meistens auch nicht dolle schwer halt, ne? Deswegen, ich poste Ihnen das immer. Sie versprechen mir bitte, dass Sie das nicht immer direkt als Angriff nehmen, wenn Sie merken, dass Sie davon angesprochen werden. Und versuchen es einfach für sich zu nutzen, Mensch. Na, denn wenn Sie merken, nee, ich bin hier gerade voll, das passt gerade voll auf mich, was der Martin hier erzählt. Vielleicht stehen Sie dann auch auf der falschen Seite halt. Na? Also vielleicht stehen Sie dann auch da gerade gegen den Trend und machen was vielleicht einfach auch nicht gut klappen kann. Ne? Und dann nutzen sie das doch für sich und ersparen mir den Ärger, dass ich mich dann mit jemandem streiten muss oder auseinandersetzen muss, weil ich mache das nicht, um sie zu ärgern, wirklich nicht. Ja? Ich will ihnen das zeigen, weil ich sehe, dass es funktioniert und immer wieder. Oder bestimmte Sachen einfach immer wieder nicht funktionieren. Sonst würde ich das doch nicht sagen. Also ich mache das doch nicht, um mich hier aufzugeilen oder um mich hier über jemanden anders drüber zu stellen, sondern weil ich mir vorstellen kann, dass es anderen hilft halt. Ne? So, okay, also Thema durch. Ist, denke ich, klar, wir behalten das auf jeden Fall bei. Ich sehe das immer wieder, weil es einfach gut auch funktioniert. Wir waren an der 13.300 dran und sind voll weg. Ne? Also richtig rote Kerzen davon weggedrückt, Stück für Stück. Die ganzen Rücklaufmarken, alles kaputt gemacht, direkt durch. Haben dann auch im Dienst geschrieben, dass er da unten noch das Gap zumachen kann und selbst wenn er das Gap zurennt, dann da auch noch andere Ziele hat. Zum Mittwoch haben wir demzufolge nach unten raus jetzt offenes Tor. Ne? Also wenn er tiefer geht, er hat die Chance, sich durchzuwühlen und zwar durchaus bis 9, ja sagen wir mal 13,60, 13,15 bis, soll ich so breit machen, 12,69. Das ist ganz schön breite Zone. Aber ich würde ihn fast sogar eher tiefer noch sehen. Ne? Also ich räume hier mal ein bisschen was raus, weil der Fall, der war eh egal. Ich würde den einfach hier höher ziehen. Würde schon so sagen, unterhalb von 13.100 Risiko auf der Unterseite zum Mittwoch. Also, weil das ist ein fetter Konter gewesen, den wir gesehen haben. Das war ein Aufwärtsgap. Das war Euphorie bis hoch auf die 13.300. Hier sind so viele Nerven geplatzt von so vielen Shorts. Das war so eine Unruhe da drin. Halt auch bei den Mail, man hört das aus jeder Mail raus, wie jemand positioniert ist. Ne? Also, das kann ich nach 2 Jahren, kann ich das ganz genau sagen. Wer wo wie welche Position hat, das hört man aus einer E-Mail raus, das hört man aus der Schreibweise. Wie viel Ausrufezeichen jemand verwendet, kann man immer perfekt erkennen, wie viel Prozent vom Depot, wo, wer, wie gerade in welche Richtung investiert hat. Ne? Und da war ordentlich Musik im Spiel. Und das waren wirklich viele. Das waren wirklich viele, die da ganz schön ins Rudern und gekommen sind und geschwommen haben. Also, gut. Sie sehen es hier, der Supertrend, der stört mich ein bisschen. Ich setze den Trigger ein bisschen tiefer. Sagen wir mal, unter 13,70, unter 13,60. Sag mal, 13,60 hat der DAX deutlich Risiken bis 12,69 durchgegeben zu werden. Wenn er die 12,69 sieht, würde ich auch davon ausgehen, dass wir unten gegen die untere Trendkante laufen. 12,810, 12,830 durchaus realistisch auf der Unterseite, wenn der DAX schwach sich zeigt. Und jetzt kommt das andere. Macht er das aber nicht. Sie sehen es im Verhältnis. Ne? Wir sind von hier unten nach hier oben gekommen. Das sind wie viel? 500 Punkte gewesen und sind davon aktuell erst 200 runter. Also knapp die Hälfte, ein bisschen weniger sogar. Machtet das nicht, Freunde. Macht das nicht. Nimmt ihr nicht diese krasse Vorlage nach unten zum Mittwoch an. Ich würde denken, ideal Abwärtsgap unter 13,60 und dann durchdrücken. Das wäre meine Vorstellung vom Mittwoch. So würde ich ihn erwarten. Macht das nicht. Macht das nicht und drückt sich hier wieder hoch. Ich glaube, dann steht er oben wieder an der 13,330. Das glaube ich schon. Weil das Überraschungsmomentum einfach auf der Oberseite dann liegt halt. Ne? In dem Moment, wo der jetzt hier wieder drüber geht und nicht nach unten diese Bestätigung gibt, dann geht er nochmal höher und dann holt er sich da auch noch mehr.
Macht er wahrscheinlich noch die 400 dann kalt. Also ich würde ihn auf jeden Fall oberhalb der Keilkante auf jeden Fall dann wieder anzählen Richtung. Kriegt man das hier irgendwie noch ein bisschen zur Seite geschoben? Bisschen runter. Warten Sie mal. Das schieben wir hier mal ein bisschen runter. Runter. Was macht er denn? So, dass man das einordnen kann, dass das die Pfeile von gestern waren. Jo, und dann würde ich sagen, geht er hier ran, dann Platz bis 13.330 und wenn er über die 13.330 geht, muss man dann auch mit 13.445 rechnen. Ja, das heißt hier drüber weiteres Aufwärtspotenzial. Bis 13.445. Wahrscheinlich noch nicht zum Mittwoch, aber das kann dann durchaus zum Donnerstag schon relevant werden. So, und dann laufen wir oben ins Gap rein. Also meine Erwartungshaltung liegt klar ganz unten. Wer das jetzt nicht rausgehört hat, Tendenz daher abwärts. Charttag, muss man sagen, ist noch positiv, denn es ist letztendlich nicht. Er hat jetzt hier noch nicht den Trend gekippt, halt. Den kippt er erst, wenn er ein neues Tief macht und dazu müsste tatsächlich schon noch 18 fallen jetzt halt. Ne? Das Ganze. Ganze Meile noch. Und von daher können wir noch nicht sagen, dass die Chartlage negativ ist. Das können wir noch nicht sagen. Sie ist positiv. Das heißt, wenn grüne Kerzen reinkommen, wenn er sich nach oben drückt, ne, gerade hier oben so in dem Bereich, muss man damit rechnen, dass der Trend sich fortsetzt und der Aufwärtstrend bedeutet steigende Hochs, steigende Tiefs. Das heißt, neues Hoch drüber wäre wahrscheinlich. Ja, okay. Also. Das soweit meine Erwartungshaltung. Wie gesagt, die geht schon deutlicher nach unten. Das sehen wir auch ein bisschen im Tagesschart. Da kommt es auch her. Das ist eine Kerze. Da müssen wir wahrscheinlich ein bisschen ranzoomen. Da ist der Pfeil davor. Sehen Sie die? Nicht nur, dass die genau an dem Punkt ist, wo wir sie drehen haben wollen, sehen. Das ist eine Versagerkerze. Also runter bis 49 auf Tagessicht oder vielleicht sogar bis zum mittleren Band wäre jetzt hier nicht ungewöhnlich. Wir haben jetzt hier die 8,50 drin stehen über ein paar Tage. Müssen wir mal gucken. Und das würde schon so passen. Wie gesagt, die Erwartungshaltung ist schon unten. Wenn Sie es nicht sehen, und das ist mir ganz, 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 ganz wichtig, wenn Sie es nicht sehen und er zeigt Stärke, schalten Sie um, denken Sie mit, traden Sie nicht nur Ihre Erwartungshaltung, traden Sie das, was Sie sehen, weil das kann auch nach oben richtig Spaß machen zum Mittwoch halt, ne? Stochastik auch mega tief jetzt. Also wenn er sich schön ausgekontert kriegt, den Dienstag umkippt. Ich glaube, das kann Spaß machen halt. Ne? Ich kann mir vorstellen, dass der Mittwoch, dass der gut auf Strecke gehen kann halt. Ne? Von der Bewegung her, ich würde es jetzt eher unten vermuten, aber es wird mich nicht überraschen, wenn der nach oben durchstartet halt. Ne? Gucken wir uns mal an. Gucken wir uns mal an. Ja, das soweit meine Kerngedanken, die wichtigen Eckpunkte, 13,15 nochmal, die 12,89, wichtig, 12,69, 12,49, das ist ja alles so geballte Zone, dann ganz schöne Matsche, kann auch sein, dass sie ihn einfach seitwärts macht, das würde dann auch passen und später dann nochmal ein bisschen abgibt, ja und ansonsten oberhalb, was haben wir hier, das ist alles nix halt, ne, das ist nicht wirklich brauchbar, ja, 12,150, 12,160 darüber ist eigentlich. Darüber wäre es ungewöhnlich, wenn er sich nochmal wegdreht nach unten raus halt, ne? Also über 12,150, 12,160 müsste man dann schon nach oben raus analysieren. Okay, von daher würde ich jetzt hier zumachen. Wünsche Ihnen viel Erfolg, gutes Gelingen und bitte nicht böse mit mir sein halt, ne? Ich mache das wirklich nicht, um Sie zu ärgern. Ich gehe fest davon aus, dass wenn Sie das anwenden, wenn Sie da einfach auch mit drauf achten, dass Sie das für sich nehmen können und dass Sie vor allen Dingen nicht so eine Fehler machen wie der Werner ihn dann halt, ne? Mit voller Überzeugung und mit All In und ach, alles jetzt und nichts. Ich sehe es halt, ne? Von, ich sag mal, 50 Leuten, die das machen, geht's bei 49 in die Hose. Ja, von daher kann ich mich da weit aus dem Fenster lehnen und sagen, machen Sie es halt einfach nicht. Und haben Sie mehr von, haben Sie mehr Spaß, haben Sie mehr Geld. Das ist auch einfach schade drum halt, ne? Um die Kohle, die dann weg ist. Also einfach schade drum. Gut, Freunde, dann. Ich melde mich ab. Wir hören uns morgen wieder. Viel Erfolg. Tschö.